In dieser Folge mache ich diesen Wiesenflammkuchen und wie ich das mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für den Wiesenflammkuchen brauche ich natürlich Flammkuchenteig, den habe ich selber gemacht. Dafür braucht man einfach ein bisschen Mehl, gibt hier ein bisschen Salz dazu, dann ein bisschen Milch, verrührt das Ganze und knetet es zu so einem schönen kompakten Teig. Dann brauche ich zum Ausrollen noch ein bisschen Mehl und für den Belag brauche ich ein bisschen Leberkäse. Hier habe ich so ein bisschen dünnere Scheiben, ich würde sagen so einen halben Zentimeter dick. Dann ein bisschen Schmand. Zu dem Schmand kommt ein bisschen scharfer Senf und ein bisschen süßer Senf. Dann kommt auf dem Flammkuchen noch Lauch. Zu Garnitur schneide ich mir nachher ein bisschen Schnittlauch klein. Und ganz zum Schluss kommt hier noch ein bisschen frisch geriebener Gouda drauf. Ich fange an mit dem Schmand. Hier gebe ich dann einen Teelöffel süßen Senf und zwei Teelöffel Dijon-Senf rein. Das würze ich dann noch ein bisschen ab mit ein bisschen Pfeffer und ein klein bisschen Salz. Verrühre das Ganze dann einfach. Und fertig ist meine Creme für den Flammkuchen. Die stelle ich jetzt noch mal kalt, weil die brauche ich erst später wieder. Anschließend nehme ich mir meine Leberkässcheiben, halbiere die hier einmal und schneide hier dann einfach so Streifen runter. Wenn ich das dann habe, dann nehme ich mir den Schnittlauch und schneide hier ganz fein den Schnittlauch runter. So sieht der Schnittlauch dann aus. Den stelle ich jetzt auch noch mal kalt, weil den brauche ich erst am Ende. Ganz zum Schluss nehme ich mir den Lauch, halbiere den einmal und schneide den hier dann so runter, einfach so, ja, so halbe Scheiben. So sieht der Lauch jetzt aus. Den dünste ich jetzt mit bisschen Butter kurz in der Pfanne ein bisschen an, würze ihn ein bisschen mit Salz und Pfeffer und dann können wir den Teig ausrollen und unsere Flammkuchen fertig machen. Den Lauch habe ich ein bisschen angedünstet, habe hier gleich den Leberkäse dazugegeben. Das stelle ich jetzt noch mal kurz kalt, weil das vom Garn natürlich zu warm ist. Und so lange kann ich den Teig ausrollen und dann wird es alles soweit sein und dann können wir uns mal einen Flammkuchen machen. So, wenn das Ganze dann gut ausgerollt ist, dann gucken, dass man hier ein bisschen das Mehl runter macht. Erstens schmeckt es nachher nicht ganz so schön und zweitens hält einfach der Belag nicht ganz so gut, wenn da so viel Mehl oben drauf ist. Dann hole ich jetzt die ganzen Zutaten wieder und belege den Flammkuchen dann und dann machen wir mal einen fertig. Ganz kurz, ich habe den Sheriff auf so 210, 220 Grad jetzt hochgeheizt. Der Pizzastein ist drin und hier werde ich den Flammkuchen dann später drauf geben. So, dann nehme ich mir meine Schmandcreme. Verteile die Schmandcreme dann gut. Hier nicht zu viel drauf machen, sollte nicht zu dick sein, sonst backt es nachher nicht schön. Da nehme ich meine Leberkäse-Lauchmischung. So, dann nehme ich meinen Gouda, gehe hier mit meinem Gouda drüber. So, dann nehme ich meine Pizzaschaufel und so kommt das Ganze jetzt auf den Pizzastein. Na. Ist wohl ein kleines bisschen zu groß für einen Pizzastein, aber jetzt schauen wir mal, wie das Ganze wird. Es sind jetzt circa 7 bis 8 Minuten vergangen. Ich habe gerade schon mal reingeguckt und der Flammkuchen sieht eigentlich gut aus. Ich gebe ihm noch einen kleinen Moment, damit er noch ein bisschen mehr Farbe bekommt. Und so sieht mein fertiger Wiesenflammkuchen jetzt aus. Dann probiere ich die außergewöhnliche Kreation mal. Der Flammkuchen schmeckt gut, aber ich finde, hier fehlt ein bisschen Pep. Ich hätte gedacht, durch den Senf oder so,
ist es ein bisschen kräftiger. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen mehr von dem Dijon-Senf reinmachen sollen oder einfach den süßen Senf weglassen sollen. Im Großen und Ganzen schmeckt es gut, aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen langweilig. Da ziehe ich den klassischen Flammkuchen oder den Schwarzwälder Flammkuchen auf jeden Fall vor, muss ich sagen. Aber an sich, wenn man mal eine Abwechslung will oder halt zur Oktoberfestzeit oder wenn man irgendeine spezielle Party nach dem Motto hat, ist es, glaube ich, auf jeden Fall, was man da machen kann. Ich würde nur gucken, dass es einfach ein bisschen kräftiger noch gewürzt ist und vielleicht nimmt man statt einem Gouda auch einfach einen Bergkäse. Aber ansonsten muss ich sagen, interessantes Rezept. Man könnte hier auch einfach noch einen anderen Fleischkäse nehmen, Zwiebelfleischkäse oder irgend sowas, was einfach ein bisschen mehr Pepper, ein bisschen mehr Power mitbringt. Aber ansonsten muss ich sagen, interessantes Rezept und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.